Und die Mathematik dahinter schauen wir uns jetzt an. Das ist der sogenannte RSA-Algorithmus. Der ist benannt nach, also auch wieder, das ist häufig so, die Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben der Erfinder. Rivest, Shamir, Edelman. Und der ist von 1978. Ist noch gar nicht so alt. Ich werde Ihnen zunächst mal zeigen, wie das abläuft. Also ich werde Ihnen das einfach mal hinschreiben. Dann gucken wir uns das mal an in der Praxis, wie das mit kleinen Zahlen läuft. In Wirklichkeit nimmt man größere Zahlen. Und danach überlegen wir uns nochmal, wieso das funktioniert. Das können wir nämlich inzwischen schon verstehen und ist auch nochmal eine ganz gute Übung für das Rechnen mit Restklassenringen, weil das nämlich auch alles wieder in Restklassenringen funktioniert, was hier passiert. Also, der Algorithmus funktioniert folgendermaßen. Erster Schritt, wähle zwei Primzahlen aus und die nennen wir P und Q. Wähle zwei Primzahlen aus, P und Q, und zwar ziemlich große. Üblicherweise nimmt man 1024 Bit, aber es hindert Sie niemand darin, auch noch größere zu nehmen. Also je ungefähr 1024 Bit. Für diese beiden Primzahlen. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt, berechne das Produkt der beiden Primzahlen. Berechne P mal Q und diese Zahl werden wir später N nennen. Wenn Sie hier 1024 Bit hatten, dann hat diese Zahl ungefähr 2048 Bit. Das heißt, das sind so ungefähr 600 Dezimalstellen, mehr als 600 Dezimalstellen. Eine Zahl mit 600 Stellen, schon ganz schön groß. Also diese Zahl hat ungefähr 2000 Bit. So, und jetzt ist es so, diese Zahl n ist ja keine Primzahl. Ja? Die kann man zerlegen in zwei Faktoren. Und wir werden später sehen, dass wenn man in der Lage ist, diese Zahl n wieder in ihre beiden Primfaktoren zu zerlegen, dass man dann ganz einfach den Code knacken kann. Also das können Sie sich an der Stelle schon mal merken. Aber zum Code knacken kommen wir noch. Wir rechnen jetzt erstmal weiter. Man sucht sich, nachdem man das gemacht hat, suche eine Zahl e. Und zwar nenne ich die hier e, weil die für encrypt steht, also für verschlüsseln. Das wird dann später die Zahl sein, die Alice benutzt. Das ist also der öffentliche Schlüssel. Mit der Eigenschaft, dass der größte gemeinsame Teiler von E und P minus 1 mal Q minus 1 1 ist. P minus 1 mal Q minus 1 ist ein Produkt von zwei Zahlen, ist also auch keine Primzahl, lässt sich als Produkt von anderen Primzahlen darstellen. Ich zeige Ihnen gleich mal, wie man so ein E finden kann. Aber ganz grob können Sie sagen, das machen Sie erstmal alles mit Probieren. Ja? So, und jetzt haben wir die folgende schöne Situation. Wenn ich mir so eine Zahl ausgesucht habe, deren größter gemeinsamer Teiler mit dieser Zahl hier 1 ist, also achten Sie darauf, ich habe hier jeweils 1 abgezogen von den beiden Primzahlen, dann wissen Sie ja, das haben wir letzte Stunde gemacht, dass diese Zahl in diesem Restklassenring invertierbar ist. Also es gibt einen Kehrwert davon. Ja? Finde den Kehrwert d. D heißt die deswegen, weil das für Decrypt steht. Und das ist dann der private Schlüssel. Das ist der, den nur Bob kennt. Finde den Kehrwert D. Das heißt, E mal D soll 1 sein.
Und zwar modulo dieses Produktes hier. Modulo p minus 1 mal q minus 1. Ich rechne also nachher in einem Restklassenring, der ziemlich großer, bei dem das hier der Modulo ist. Und wir wissen ja schon, dass man so ein d finden kann. Wie ging das nochmal? Wenn ich Ihnen jetzt diese anderen Zahlen alle sage, wie würden Sie das d finden? Also dieses inverse Finden war immer erweiterter Euklid, ne? Also nochmal, denken Sie dran, schreibe ich jetzt nicht extra auf, dieses d findet man mit dem erweiterten euklidischen Algorithmus. Sie haben also jetzt schon ein bisschen Arbeit zu erledigen. Erstmal Primzahl finden. Dafür ist es ganz gut, dass wir schnelle Primzahltests haben. Zweitens ein großes Produkt berechnen. Das ist Kinderkram, das muss man nur einmal programmiert haben. Dann diese Zahl e finden, das können Sie ein bisschen mit rumprobieren machen. Und dann die Zahl d finden, das ist erweiterter Euklid. Die gute Nachricht, das hier ist ja alles nur Vorbereitung, das machen Sie nur einmal. Das machen Sie nur, damit Sie die Schlüssel haben. Das machen Sie nicht jedes Mal, wenn Sie was verschlüsseln wollen, sondern das machen Sie einmal und dann haben Sie die Zahlen n, p, q, d und e. Also das ist alles nur Vorbereitung für die eigentliche Verschlüsselung. So, und jetzt kommt die eigentliche Verschlüsselung. Wir hatten schon gesagt, unsere Nachrichten sollen Zahlen sein. Also die Nachricht werden wir groß N nennen wie Nachricht. Ich kann jetzt aber nicht irgendwelche Zahlen verschlüsseln, sondern die Nachrichten, die ich verschlüsseln kann, sind Zahlen, die kleiner als N sind. Diese Zahl hier oben, diese Zahl mit den 2000 Binärstellen, ist die größte Nachricht, die ich verschicken kann. Also meine Nachricht muss eine Zahl sein mit der Eigenschaft, sie ist größer als 0 und sie ist kleiner als dieses klein n. Aber da habe ich natürlich genügend Möglichkeiten. Denken Sie dran, das war eine Stelle, eine 600-stellige Dezimalzahl, da kann ich schon einiges verschicken. Das ist ein Block, ja? Also wir haben ja vorhin über Blöcke geredet. Ich muss ja nicht nur eine Nachricht verschlüsseln, ich kann ja auch mehrere Nachrichten verschlüsseln, aber jeder einzelne Block darf höchstens in diesem Fall ungefähr 2000 Bit haben. So, und verschlüsseln sieht nun so aus. Dass Sie diese Nachricht n nehmen und ausrechnen das folgende: n hoch e modulo klein n. Und das, was hier rauskommt, das schicken Sie an Bob. Das nennen wir mal für später, will ich das mal S nennen hier. Das ist die eigentliche Arbeit, die Sie machen müssen. Und darum ist es gut, dass wir uns vorher Gedanken gemacht haben. Sie müssen also sehr hohe Zahlen wieder potenzieren, n hoch e, binäre Exponentiation, und dann noch Modulo rechnen. Das Entschlüsseln sieht fast genauso aus. Sie bekommen ja dieses S geliefert und Sie rechnen aus S hoch d. Auch wieder Modulo n. Und Sie sehen, für das Verschlüsseln brauchen Sie nur die Zahl e und die Zahl n. Und für das Entschlüsseln brauchen Sie die Zahl d und die Zahl n. Das sind unterschiedliche Schlüssel. Was Sie noch nicht sehen, das müssen Sie mir jetzt erstmal glauben, aber Sie sehen es gleich am Beispiel, ist, dass das, was hier dann wieder rauskommt, wirklich wieder das ist. Denn sonst bringt das Ganze ja nichts, ne? Also, damit das Ganze funktioniert, muss hier, und das wissen wir natürlich noch nicht, wieder groß N rauskommen. Sonst ist das Ganze lustig und man rechnet viel, aber es bringt nichts. Also nochmal, vielleicht schreibe ich das nochmal hin. Der Nummer 8 bin ich jetzt. Der öffentliche Schlüssel ist E. Der wird zum Verschlüsseln benutzt. Der D ist der private Schlüssel. Wir werden aber später noch sehen, dass die Rollen auch vertauscht werden können. Also wir tun jetzt immer so, als würde man
den öffentlichen Schlüssel zum Versenden nehmen und den privaten zum Entschlüsseln der versendeten Nachricht. Sie können aber die Rollen auch vertauschen. Zum Beispiel kann, weil diese beiden Funktionen invers zueinander sind, können Sie die Rollen vertauschen. Zum Beispiel kann Bob, der den geheimen Schlüssel hat, etwas mit seinem geheimen Schlüssel verschlüsseln und das dann an Alice schicken, die dann ihren öffentlichen dazu nehmen kann, um das zu entschlüsseln. Die Frage ist, warum sollte man das tun? Das kann man tun, wenn man Dinge signieren will. Weil der Einzige, der es signiert haben kann, ist Bob. Wenn ich eine Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel E entschlüsseln kann, dann muss sie mit dem privaten Schlüssel D verschlüsselt worden sein. Darum weiß ich, wenn ich das Ding entschlüsseln kann, muss es von Bob sein. Es sei denn, jemand ist in Bobs Wohnung eingebrochen und ist an seinen Schlüssel rangekommen. Aber es muss jedenfalls von jemandem sein, der den geheimen Schlüssel kennt. Man kann das also sowohl für das Unterzeichnen benutzen, als auch für das Versenden. Nur drehen sich dann im gewissen Sinne die Rollen von Sender und Empfänger um. So, und vor der Pause noch schnell Folgendes. Also E und N sind ja öffentlich. Jetzt können wir mal die ganzen Schritte zurückverfolgen und schauen, wie man auf D gekommen ist. Und dann werden Sie sehen, das N ist öffentlich, das braucht man für die Berechnung auch, aber was Bob Ihnen ja nicht gesagt hat, ist, was P und Q sind. Wenn Sie P und Q wüssten, könnten Sie sofort mit dem euklidischen Algorithmus D ausrechnen. Ja? Also das sollte ich vielleicht nochmal hinschreiben. E und N sind öffentlich. Wenn P, Q bekannt sind, kann man sofort D ausrechnen. Ja? Und die Gefahr an der Geschichte ist ja, Bob hat ihn P und Q nicht genannt, aber Bob hat ihn N genannt. Und N ist ja P mal Q. Ja? Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt so eine Zahl gebe wie 33, dann sagen Sie, ich weiß, was P und Q sind, 3 und 11. Also muss diese Zahl schon sehr groß sein und man muss sich relativ sicher sein, dass es schwer ist, das wieder rauszufinden. Also die Frage, die hier man sich eigentlich stellt, ist, wie schwer ist es, eine Zahl n, die sehr groß ist und von der man weiß, dass sie ein Produkt von zwei Primzahlen ist, in diese beiden Primzahlen zu zerlegen? Das nennt man das Faktorisierungsproblem. Und die mathematische Antwort auf die Frage, wie schwer ist das, ist, man weiß es nicht. Vielleicht haben Sie schon mal von dem ganzen Problemkreis P gleich NP oder nicht gehört. Falls nicht, kommt das im vierten Semester nochmal dran. Von dem Faktorisierungsproblem weiß man, dass es in NP liegt. Es ist aber bisher nicht gelungen zu beweisen, dass das NP vollständig ist. Und es gibt auch Anzeichen dafür, dass es das nicht ist. Das heißt, der momentane Stand ist, dass trotz extremer Bemühungen über Jahrzehnte niemand bisher einen guten Faktorisierungsalgorithmus gefunden hat, es aber keine klaren mathematischen Anzeichen dafür gibt, dass es nicht vielleicht doch so einen Algorithmus gibt. Ja? Also die ganze Kryptographie beruht eigentlich darauf, dass bisher keiner weiß, wie man sowas schnell machen kann. Oder vielleicht weiß es doch irgendjemand in Virginia oder so und sagt es uns bloß nicht. Also jedenfalls ist das momentan noch eine Sache, die mathematisch ungelöst ist. Man verlässt sich halt drauf, dass das so schwer ist, dass selbst mit den besten Rechnern es nicht schnell genug geht. Das ist also das Faktorisierungsproblem. Und dann letzte Bemerkung vor der Pause. Es gibt den sogenannten Shor-Algorithmus. Den hat sich ein Mathematiker namens, Sie haben sich schon gedacht, Shor, vor nicht allzu langer Zeit überlegt. Und dieser Shor-Algorithmus hat die Eigenschaft, dass er sehr schnell eine große Zahl in ihre beiden Primfaktoren zerlegen kann. Jetzt werden Sie sagen, Moment mal, hat er nicht eben gerade gesagt, es gibt so einen Algorithmus bisher nicht? Dieser Shor-Algorithmus hat einen kleinen Haken, der läuft nur auf Quantencomputern. Und es gibt schon funktionierende Quantencomputer, aber keine, die groß genug sind.
Es gibt an verschiedenen Unis wurden schon Quantencomputer ausprobiert, die mit einigen Qubits arbeiten konnten, aber für den Shor-Algorithmus bräuchte man welche, die mit wesentlich mehr Qubits arbeiten können. Aber wenn Sie sich mal so den technischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte anschauen, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis man irgendwann Quantencomputer hat, die groß genug sind für den Shor-Algorithmus. Wenn man die hat, sind die ganzen jetzigen Kryptographieverfahren obsolet, weil man dann mit Quantencomputern diese Codes knacken kann.